Willkommen bei Marina 3S. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Dichtungen der Filterbox kontrollieren und ersetzen können. Undichte Filter beeinträchtigen den Unterdruck und damit die Reinigungswirkung des Gerätes. Sind die Filter dicht, schützen Sie die Pumpe vor Verunreinigungen. Kontrollieren Sie die Dichtungen von Filtern und Filterdeckel monatlich. Stellen Sie die Filterbox auf eine stabile Arbeitsfläche. Entfernen Sie die Filter. Prüfen Sie, ob die Dichtungen immer noch weich sind. Die Dichtungen sollen über den Rand der Vertiefungen hinausreichen. Im Laufe der Zeit werden die Dichtungen zusammengedrückt und dichten nicht mehr optimal. Diese Dichtungen sollten ersetzt werden. Nehmen Sie einen flachen Schraubenzieher und lösen Sie die Dichtung etwas vom Rand. Ziehen Sie die Dichtung langsam weg, damit sie nicht reißt. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Dichtungen. Reinigen Sie die Öffnungen mit einem Tuch, damit sie staubfrei und trocken sind. Entfernen Sie die Abdeckfolie des äußeren Rings der neuen Dichtung. Setzen Sie die Dichtung mit der Klebseite nach unten ein. Verwenden Sie eine Filterpatrone, um die Dichtung leicht anzudrücken. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Filterdichtungen. Drehen Sie die Filterbox auf die Rückseite. Drücken Sie den inneren Teil der Dichtung heraus. Setzen Sie die Filter wieder ein. Kontrollieren Sie auch die Federn am Filterdeckel. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage und auf unserem YouTube-Kanal.